wir nach 10 Millionen, Tausenden von unterbrechenden Schnitten, was zur Hölle, ich weiß schon, warum ich Bibliotheke abgrundtief hasse, und diese Fetzenwolf, wieso seid ihr jetzt an die Wand gegangen? Ich muss doch hier in diesem Unendlichkeitszeichen um euch herumlaufen. Bei mir läuft's um sie herum. Ja, die sind gerade an die Wand gegangen, also, um diese... Ich glaube, es buggt immer noch. Oh Gott, wir müssen so schnell wie möglich hier raus. Ja, wir werden jetzt einfach hier durch und ich werde diesen einen Raum am besten gar nicht betreten. Ah ja, Level Ups. Ich habe noch kein Level Up. Ich krieg auch kein Level Up. Bei mir lenken die Gegner. Meine Wölfe lenken auch. Nein, ich halte tot. Bei mir sind hier noch Gegner. Drücke nicht. Läufst du gerade rum und tötest? Nein. Ich stehe rum und Bist du noch beim Brunnen der Wiedergeburt? Nein, ich laufe rum. Ich habe einen Kernbewohner beschworen. Dann denke ich extrem. Oh Mann, woran liegt das denn? Ja, wir haben schon Rechner neu gestartet, Spiel neu gestartet. Vielleicht die Waffe, die du verwendest? Jetzt habe ich Level Up. Na. Das ist komisch. Alter, ja, nur wegen der Waffe. Ich hab gehört, einen Kerbewohner beschworen. Und du läufst den Monster los. Ich hasse Ägypten! Ja. Jetzt hast du den Kernbewohner beschworen. Ping. Ernsthaft. Oh, das ist doch erst, seit wir in dieser Bibliothek sind. Ich versteh's nicht. Das war alles super, die letzte Stunde. Ja. Ich geh schon mal voraus, wenn ich dir alles. Ach, so doof. Ja. Hässlich. Hey, hier Entwickler, ihr seid irgendwie, ne? Ja, tschüss, Chicken. Ja, du musst auch alles aufsammeln, dann kannst du mir ja später die Dinge geben zum Vorlesen. Ja, habe ich schon mitgenommen. So, ich warte dann auf Schrein dich. Schrein der Meisterschaft. Dort stehe ich jetzt gerade. Du standest bei mir bis gerade nicht mehr. Ich kann ja eben nicht. Verbindung zum Server verloren! Na. Das ist diese scheiß Bibliothek, sag ich dir! Ja, man muss deine Zuschauer zu mir leiten, damit sie wissen, was ich hier mache. Unnötig. Die Bibliothek. Diese verkackte Bibliothek. Scheiß Bücher. Papyrusrollen. Okay. Oh Mann, was ist denn los mit der Verbindung? Da war ich schon ein Devian-Programm runtergesenkt, damit du jetzt nichts blockiert. Meine Wölfe zu beschwören hat auch einen Delay. Ja. Einsamkeit! Einsamkeit! So. Den Kernbewohner schon mal. Das ist gut. Hier, Beschwörungs. Meisterschafts. Jetzt ist der Kernbewohner weg. Erstmal zum Meisterschaftsschrein. So. So, gehen wir aus dem Weg. Ich muss Chicken buffen und die Versions. Auch wenn einer noch beschworen werden muss. Die sind schon beide beschworen. Nein, ich meine wegen der Meisterschaft. Ach so.
mit der anderen auch ein Upgrade bekommen für Stufe 11. Sens von Seesfahrt. Meiner ist nur Stufe 7, irgendwie. Obwohl ich wahrscheinlich dann wieder rausgeschmissen werde. Warum will ich nicht? Weil Bibliotheken sind böse. So. Bibliothek, Bibliothek, Bibliothek. Ich weiß nicht, vielleicht könnte es an einer der neuen DLC-Waffen liegen. Da hinten läuft es. Ist ein Sackgasse. Mit Gegnern. Sackgasse. Ich will es zwar nicht jinxen, aber. Dann tu es aber nicht. Tu es aber nicht. Ich habe das auch schon angefangen, verdammt! Oh, ich hab ein Schild von dir eingesammelt. Ach, egal, Spaß, bis wir draußen sind. Vielleicht Lücke ist ja besser. Einsame Lesekammer. Mehr gehört. So, da oben ist auch ein Sackgasse. Bestimmt gehört hier dein Dingsbewohner, Cammy. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, wie ist denn der Nummer? Ich hatte irgendwie den Namen Harald im Koffer. Gaun Harald nennen. Ja, wenn wir hier schon mit Ragnarök DLC rumlaufen. Kannst du auch Odin beschwören? Nein, leider nicht. So, jetzt kommen die Untoten, so ich weiß. Das sind auch entweihte Untote. Die Geister sind. Freund hier, entweihten. Geisterstunde. Ich weiß gar nicht, Mitternacht. Oder ist nicht Halloween? Mhm. Ja, Leider. Falscher Weg, hier ging's weiter. Ich folge eigentlich nur dir. Oh. Hab schon gemerkt. Ich folge dir bis ans Ende der Welt. Und darüber hinaus. Weil ich keine Orientierung habe. Königliche Truhe. Sogar mit gelochten Messern. Alles gelocht. Gelocht, gelöschert, ey. Magierzeug eingesammelt. Wie geht's? So. Wir sind ja auch in einer Bibliothek. Vorsichtig, wir können bald. Okay, wir können jetzt Geister auftauchen. Nein! Wie gesagt, magische Angriffe sind sehr effektiv gegen Gegner. Ein Geschicklichkeit. Also reicht eigentlich hier meine Runenwaffe. Gib mir nochmal das Beschreibungsding. Im Rausch des glorreichen Kampfgeistes lässt jeder ihre erfolgreichen Treffer und bla bla bla. So, neues Jade vom Osiris. Also das ist ja total Elementarschäden. Also reicht eigentlich mit dem Runenwaffe. Genau. Zweite Stufe davon mit einem elementaren Schaden. Ist auch ganz praktisch. Essenz des Digit des Osiris. Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Mir noch egal. Jet, der Digit ist das Rückgrat. 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 Habe ich da ein Ä gelesen? Das ist Osiris. Das ist die Bibliothek, die macht mich wahnsinnig. Ja. Fürst der Toten. Kann alle Waffen verzaubern. Plus 8% Schaden gegen Untote. Essenz von Seths Verrat, der kleine Verräter. Hatten wir schon. Nee, das habe ich schon mal vorgelesen. Ja, ich habe die Kernbewohnerbeschwörung gar nicht vorgelesen. Kernbewohnerbeschwörung. Ja. Ruft einen Elementarwächter aus dem folgenden Tiefen der Erde. 90 Sekunden Aufladezeit, 266 Energiekosten. Kernbewohner als Tribut ist auf Stufe 3 976 Leben und 154 Energie. Dann Standardangriff sind 20 Grad Angriffswinkel und 17 bis 29 Schaden. Aber auf Stufe 3. In höheren Stufen hat er natürlich mehr Angriff und mehr Lebensenergie und Energie. Ja, Energie und Lebensenergie und Energie und Energie und Energie und Energie. Ganz viel Energie. Energie-Seption. So los, schau aus, wenn der so einen grünen Ring um sein Becken hat. Wie eine Unterhose. Oh nein, kaputter Stuhl.
und Skelette. Ach, Tor! Okay, Chicken vergessen, Gegner töten. Wenn wir schon hier von Harald gesprochen haben und Odin. Wer ist da? Hier, Chicken. Muss er mehr Monster töten. Oh Mann, das ist aber lieb. Deine Wurfwaffe backt immer noch. Ist halt tot, keine Sorge. Los, wir müssen raus aus der Bibliothek. Definitiv. So, ich gehe gerade. Ah, 7363. Jetzt 12.000. Ab in die das Kellerbibliothek. Mit Kryptowürmer. Ich weiß, ich es gedingst habe. Kryptowürmer. Keller? Keine Gegner. Ja, ja, ich bin im Keller. Echt? Ich sehe dich nicht. Ah, jetzt bist du wieder draußen. Ich stelle schon ein Portal für dich auf. Ich wieder rausgeflogen? Ja. Gerade ich laufe noch im Spiel rum. Gerade eben bist du rausgeflogen. Ich hasse die Bibliothek. Okay, war schon mal mit. Wie ist denn jetzt mal? Bin Harald. Ich bei mir rausgeflogen. Ich war da mal mit Harald hier unten. Kannst du die Kryptowürmer hier reinzoomen, damit sie ekelhaften Viecher gesehen werden können? Wieso wollte ich jetzt auf Laden gehen? Na, warte, Shay. Ist heute der 1. Dezember oder der 1. April? Oder der 13. Dezember. Freitag. So, mein Portal steht. Ist das Freitag der 13.? Weiß ich nicht. Muss ich in den Kalender. Ich hab das Handy gerade neben liegen, kann ich schon aussehen. So, es gibt nur Donnerstag. Komm, da steht der nächste Freitag der 13. Ich kann mal sehen. Ja, interessante Themen. Nein, auch nicht. Jetzt sind da 12. Ja, September. Der nächste ist im September. Nächstes Jahr? Nächstes Jahr ist September. Warte mal, Box. So, jetzt habe ich alle. In der Bibliothek mit ganzen Spinnenfäden an Papyrus. Ich sehe dich auf meiner Minikarte, aber ich sehe dich nicht. Oh nein, gib das wieder mal. Ich sehe immer noch keinen Gegner. Auch nicht einen Boss. Nö. Ich sehe auch keine Truhen. Naja, du bist reingelaufen zum Boss. Ich hab schon. Ich sehe auch keine Türen. Oh Gott. Bibliothek, ne? Einsamkeit. Nein, muss ja ein Wüstkönig allein besiegen. Einsamkeit. Ja, Leute, geht zu Raffi. Tschüss, ich habe gerade irgendeinen grünen Angriff gesehen. Ich will es ins Heilen. Ist das auch verboten? Nee, ist auch verboten. Ja. So, was ja, machen wir jetzt? Außenpanzer. Ja, was machen wir jetzt? Wieder vom Server fliegen. Ja. Das ist wirklich nervig. Woran liegt das denn? Ich weiß es nicht. Ah, ist irgendwie drin. Und Portal. Ach, die Bibliothek.
Ah, wir haben nichts von Gegnern gesehen auf meiner Seite. Hm. Ich sehe Gold! Jetzt nicht mehr. Weiß ich ja. Glaubst du Schriftrolle und dann? Ja, das war wegen Gegners, aber Schriftrolle der Beschwörung. Ich will's ja. Okay, die Schriftrollen sind gerade aus dem Nichts auf den Boden gefallen. Da ist nicht mal das Podest zu sehen bei mir. Leute, es tut mir leid, geht bei Rappi gucken. Hm. Ernsthaft. Ich will einfach nur raus. Schnell raus zum nächsten Brunnen. Ich sehe dich auf der Minikarte. Aber nur auf der Minikarte, als Punkt. Ernsthaft? Ich hasse gerade unendlich das Spiel. Vielleicht wieder pausieren und dann wieder neu starten. Was ist da los mit dem... Entweder mit dem Spiel oder irgendwo Downloads am Downloaden, ohne dass... ohne was Bescheid da... ohne was davon Bescheid weiß. Ich weiß es nicht. Okay, ich pausiere mal wieder die Aufnahme. Wir pausieren und gucken, was... Okay. Wie ist dann für die nächste... Ich sag, wenn jemand einen Boss sehen will, einfach auf meine Seite schauen. Ja, geht zu Rappi, ernsthaft. Der hat eh eine bessere Qualität. Ah. Ihr könnt ja 4K genießen. Okay, hab ich da oben Rappis gesehen? Hm. Ich bilde mir schon Dinge ein, soweit ist es schon bei mir. Ich pausiere jetzt. 3 Millionen Schnitte später. Ja. Beim Brunnen der Wiedergeburt. Außerhalb der Bibliothek. Komm zurück aus dem letzten Albtraum. Ja, wir sind jetzt in der Wüste, außerhalb. Diese verkackten Bibliothek! Ein Chicken Leck gehabt sie nicht. Ist gut. Ah ja, das ist die Bibliothek gewesen. Frostschrein. Was? Hm, saß hier ein Intelligenz. Ja, genau, Intelligenz. Nein, Erfahrungsschrein. Intelligenzschrein. Ja, wir haben beide weiß. Ah ja, und ich habe einen weiteren Talisman von diesem Boss bekommen, den Chicken nicht sehen konnte. Warte mal, hier ist er. Außenpanzer! Und hier. Außenpanzer und ich bin die Außenseiterin. Oh. Ganzen Waffen, Russen. Der dicke Außenpanzer eines Insektoiden-Monsters kann nur Schilde erweitern. 4% Durchschlagswiderstand. Chaoswürfe? Kriegt mir der, glaube ich, nicht sogar noch für einige Dinge? Weiß nicht. Ah ja, und die Schriftrolle der Beschwörung. Und was wir auch gar nicht erwähnt haben, was mir zwischen irgendwelchen Schnitten aufgefallen ist, wir haben einen zweiten Beutel. Hm. Schon die ganze Zeit. Ja, vergessen, dass wir noch bekommen beim Führer. Keine Ahnung, wie der Typ ist. Erstmal verkaufen gehen. Also von dem Typen, nachdem wir den Terkine besiegt haben. Pilteros oder so hieß er, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Auf jeden Fall, der uns einen zweiten Beutel. Der hat auf jeden Fall uns einen zweiten Gebäckbeutel geschenkt. Den zweiten von 3, yay. Ja, denn da passt nur ein dritter noch hin. Und schade, der hätten ruhig hier wir da noch erweitern können, mit manchen Mods, die Leute das machen. Zum Beispiel 12 Beutel. Oder für eine dieser Gameplay erweiternden Mods wie Amarillion. Aber ein paar haben wir da vielleicht. Inventarfächer mehr pro Beutel. Nur da hat man mehr Inventarfächer als pro Beutel. Und sogar großzügig erweiterten Karawanenbeutel. Großzügig erweitert. Aber es ist viel kostspieliger als im Originalspiel. Dafür dritter oder zweiter Wagen brauchen. 11% Stärke plus 17% Intelligenz plus 20% Geschicklichkeit. Ich glaube, das drehe ich meinen Charakter an, mit dem ich dann eine gewisse Waffe ausrüsten muss für ein Achievement. Hust, hust. Ja, welche Waffe das wohl sagen? So weit sind wir noch nicht. Ja, welche Waffe das wohl sein soll? Ja, zum Kotzen.
Weil davon abgesehen, dass ich sowieso noch gar keinen Charakter habe, der so stark ist, um das Ding zu tragen. War schon welche, das Messer am Anfang des Spiels. Ja, das Messer am Anfang des Spiels. Das Blöds ist viel stärker geworden und braucht mehr Attributspunkte für. Oh. Ah ja, und die schriftliche Beschwörung, die wir ja holen sollten. Das alte Papyrus ist mit verschnörkelten Piktogrammen bedeckt. Habe ich gar nicht vorgelesen, habe ich nur eingesammelt, angepisst, weil ich nichts sehen konnte. Ach Mist, und... Ich war geblendet. Das Familienerbstück, das haben wir auch nicht blendet. Vorgelesen. Das Familienerbstück haben wir auch nicht vorgelesen, ja. Verdammt. Ach, egal. Ja, wir werden jetzt von jetzt an vorsichtiger sein. Solange uns das Spiel das zulässt. Nein. Also solange das Spiel das uns zulässt. Nicht. Chaoswürfel. Essenz von Dionysos Weinschlauch, Giftzeug und Dämonenblut braucht man. Hm. 24 Giftschaden für 3 Sekunden, 7% physischer Widerstand, 15% Lebenskraftschadenswiderstand, 20% Lähmungswiderstand aus 50 Leben. Hm. Ich habe die ganze Nacht nicht schlafen können. Ah, was verkauft ihr eigentlich? Leises Geräusch und ich zucke zusammen. Was verkauft ihr eigentlich so schönes? Eine Rüstung und Energie. Energie. Oh, sexy. Mm, echt gut, aber... Metafetisch. Wow. Wie kostet das? 63.000. Da 130.000. Wir haben 430.000. Ja, für die exaltierte Corona der Leistung. Wobei kann man Spielern auch einfach so Geld geben? Und wobei, ist auch ganz gut, erhöht Elementarschaden. Na egal. Auf Wiedersehen. Garrett hat ihre Handelsabfrage abgelehnt. Auf Wiedersehen. Achso, deswegen war das... Ich hing wie mit dem Verkaufsfenster fest, hab ich gewundert, leckt das Spiel jetzt oder hat es aufgehängt? Ah, so eine Handsabwahl. Ich wollte dir gucken, ob ich dir Geld geben kann! Reisender, komm Geld, und Geld, schau Geld, dir meine Waren an. Ich laut. Hm. Heißt es schlimm. Dank. Meine jetzige Kopfbedenkung ist auch ganz gut, dass ihr üben nimmt das schon. Dann halt nicht, da will man immer nett sein, wird man direkt so behandelt. Wieso, das schon vorher nett mit Namereifen? Oh Mann, dank des nervigen Verbindungsproblems haben wir solche Momentum verloren. Mhm. Schon kurz vor 7. Sad. Ja, wir müssen noch anderthalb Stunden. Keine Ahnung, werde ich mir überlegen. Ich glaube, wir haben noch anderthalb Stunden Zeit. Oh, ich habe den zweiten Beutel noch gar nicht verkauft. Was ist denn halt? Ich bin auch so darauf fixiert, dass ich nur noch einen Beutel gerade habe. Also ich werde dich da an jedes Mal erinnern. Wenn Chicken, wenn es mit da voll ist, sage ich dir. Chicken, ich vergesse, dass du den zweiten den verkaufen musst. Also zweiter Beutel. Ja, Harjato gozaimasu. Okay, neue Monster. Wüstenfetel. Wir haben auf die Küche, bevor dieses ganze Drama in der Bibliothek passiert ist. Und Frostschrein. Ja, und die haben so ein Feueraura um sich. Feueraura. Die uns schadet. Wollen uns heiß machen. Ja, die aktiven Menschen. Aus denen wir Leder heute schnitzen. Ja, Lederschuhe für uns. Eingewöhnen unsere Sturmmeisterschaftsfähigkeit. Sturm-Imbus oder so. Sturm! Ah, Daisies. Keine Ahnung, was ich gerade aufgesammelt habe. Hank Daisies. Ich hab es noch gesehen, keine Sorge. Ich habe hier was Geräusch gehört, auf meine Leertaste gedrückt und weg war. Ah ja. Die Körbe, wie
Mein Beschwörungskreatur aber nichts macht. Er steht ja auch gerade im Wasser, er müsste eigentlich eingehen. Ich hab Dings auch gar nicht verteilt. Mach ich mal Geschicklichkeit und Stärke, so, Punkt. Ah, dann machst du so Dampfgeräusche, wenn das Wasser läuft. Das ist interessant. Aber es ist so laut, ey. Ja, wir sind jetzt im Hathor-Becken. Ja, kann passieren. Bei den Katakunden. Skorpione, oh nein. Aber kein Scarabeus. Scarabeus. Ich mache euch zu Skarabäen! Ich presse euch in Skarabäenform! Oh nein. Also, heute kommen wir später. Ich habe zwar kein Förmchen für einen Skarabäus, aber das kann man sich bestimmt anschaffen. Naja, eine Höhle. Vielleicht ist da ein Skarabäus drin. Oder zwei, oder drei, oder die ganze Familie. Ein Kampfschrein. Ah, die Kübler-Würmer. Check ich, wo er nicht sehen konnte. Ja, die Würmer. In der Bibliothek. Geistes rumspucken. Bücherwurm, ne? Sie ist verletzt. Ja. Ich war auch verletzt. Also ich habe mich verletzt gefühlt, als ich rausgeschmissen wurde vom Server. Ja, dreimal hintereinander. Bibliothek, ne? Bücher. Mein Hass steigt. Also wir müssen keine mehr rein. Hör ich gerade richtig, was draußen vor sich geht? Das hört sich an wie so, als wenn so ein Böllern vom Feuerwerkskörper. In den ersten Zirkel, in den 30. Werden jetzt schon Feuerwerkskörper verkauft? Ja, normal. Mann, ey. Ja. Kann das nicht einfach abschaffen? Ja, weil die Leute halt gerne vorher Umsatz machen wollen mit Sachen, die ja nicht später verkauft werden müssen. Also sollten. Ja, alles abschaffen. Ah, Wille von Horus. Wille von Horus. Was willst du mir denn vererben, Horus? Ein Wurfmesserchen. Hm. Verleib Fähigkeit. Das ist auch eine sehr starke Waffe. Aktiviert beim Angriff. Ja, was für eine Fähigkeit verleihst du denn? Ich sehe keine. Ich glaube, das ist. Nee, das ist ein erhöhter Giftschaden, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Ich sehe nichts mit Dings. Keine Ahnung, erstmal mache ich jetzt Zeug raus. Kannst du ja angucken, ob bei dir irgendeine Fähigkeit-Ding steht. Fähigkeit. Na, da ist kein Fähigkeitsname für. Sagen wir nur Giftschaden. Wow. Das Spiel hasst mich. Ich werde gehasst. Na, hier ist ein Nebenkammer. Hass. Hört aus, nur um zu ballern! Wir haben noch keinen Silvester. Ich wollte Weihnachten sagen, das ist ja noch schlimmer. Ich hab doch gar nichts für Weihnachten. Skorpios, yay. Oh, nicht zu Weihnachten. Das ist Skorpios als Schelm. Skorpios hat jemanden gefressen. Haben bestimmt einen nervigen Wachen aus Steve 3. Muss ich auch noch wieder weiterspielen. Ich bin ja momentan im Uhrenturm am Anfang. Oh, ist das Chicken. Ich spiele das ja ein zweites Mal durch, damit Steam, ne, meine Uhrzeit hat. Hm. Schön, aber sonst würde es nur bei Kanal spielen. Gucke den Ebene mit Krokodilen. 20 Minuten? Ja. Ja, das hat Chicken hier im Speedrun fast zerstört. Ja. Und Ruinen. Aber auch nur, weil ich die Echse für die Sneaky Mod Upgrades. Hm. Benutzt habe und nicht die Steam-Echse, wodurch ich nicht gezielt wurde. Oh Gott! Nein! Gott, friss ihn! Halt. Alter, der Boss ist immer so unfassbar schwer. Also, beim ersten Mal hier hat er dich direkt getötet. Und schicken wir direkt aufs Reden. Erstmal so einatmen, so. Jack muss erstmal ihr Herz wieder in Gang bringen. Aber
ich muss gestehen, ich bin eigentlich ein riesiges Arschloch. Ich habe eher darauf geachtet, dass Kiesel gerade verreckt ist. Nicht auf dein Leben geachtet.